wir alle kennen das, Verluste im Trading und du denkst, du machst alles richtig und plötzlich hast du einen Verlust und bist frustriert als Trader. Noch ganz kurz, mein Name ist Jochen Schmidt, ich bin für Admiral Markets jetzt im 5. Jahr tätig als externer Moderator. Ich bin hauptberuflich Daytrader und habe Admiral Markets ebenfalls hier auf der Invest vor 5 Jahren kennengelernt. Daraus ist eine Zusammenarbeit entstanden, in der Zwischenzeit mit einer der beliebtesten Webinarserien, wenn es um Live-Trading geht, in CFD und Forex-Märkten innerhalb Deutschlands. Jeden Dienstag 15 bis 16 Uhr machen wir Live-Trades und ich versuche das heute hier am Messestand so ähnlich aufzubauen. Also wir analysieren jetzt erstmal den DAX, schauen uns den an und ich sehe gerade hier die Einstellung ist auf dem Tageschart. Kleinen Moment noch, Roman, können wir kurz die Woche nochmal anschauen? Genau, ein bisschen mehr Historie, ja wunderbar. Also, der DAX selber, jetzt hier mal von der ganz großen Zeiteinheit betrachtet. Also Trader gehen her, in der Regel arbeiten sich von groß nach klein runter, je nachdem wie sie handeln wollen. Als Daytrader selber ist jetzt die Woche jetzt nicht unbedingt das, sag ich mal, Dreh- und Angelthema, aber es ist immer gut zu wissen, wo man steht im Markt. Ja? Und wie wir erkennen können, also wenn Sie nur auf dem 5-Minuten-Chart unterwegs sind, werden Sie nicht mehr sehen, dass der DAX direkt hier an sein großes Hoch herangelaufen ist, 12.400. Und wir hatten noch ein Webinar, wo ich das ansprach und sagte, ja wunderbar, wir haben ja hier einen schönen Aufwärtstrend, der weit in der Bewegung steht. Ich denke, jeder von Ihnen, Profi oder nicht, wenn ich Sie frage, ist das jetzt eine weite Bewegung oder eine kurze Bewegung? Wie empfinden Sie es? Rein von der Optik. Wie würden Sie die Bewegung empfinden? Gell, schon weit. Also einfach ausgedehnt, wenn man diesen zyklischen Aufbau des Marktes betrachtet, ist im Endeffekt ist der Trendaufbau, die sogenannte Dow-Theorie von Charles Dow, nachdem auch der Dow Jones benannt wurde, nicht erfunden, aber erkannt. Der Markt bewegt sich nie am Stück, er bewegt sich immer in Zyklen. Also so viel zum Thema, die Nachricht macht den Markt. Das ja bedeuten würde, dass alle das Gleiche tun. Und das tun sie eben nicht, die Marktteilnehmer, wie sie sehen können. Wir hatten also angesprochen, er läuft weit heran an diesen Hochbereich und die Gefahr ist groß, dass so ein Markt dann plötzlich abkippt. Der eine oder andere von Ihnen wird es schon erlebt haben und freut sich riesig. Das Ding steigt und steigt und steigt und kommt ans Rekordhoch oder das Allzeithoch und auf einen Schlag gehen die Kurse zurück. Aber wir halten ganz kurz fest, wir haben einen schönen Aufwärtstrend, der weit in der Bewegung steht. Und der Markttechniker oder der versierte Daytrader, egal wie er jetzt handelt, kennt diese Zyklen des Marktes, die im Endeffekt aus einer Bewegung entstehen oder bestehen und irgendwann in eine Korrektur übergehen. Und im Aufwärtstrend wären fallende Kurse eine Korrektur. Das heißt, wir halten fest, wir sind in der Korrektur. Und als Daytrader ist für mich jetzt schon ein Alarmsignal über dem ganzen Ding, dass ich sage, hoppla, hoppla, Korrektur heißt fallende Kurse, aber der Markt crasht ja nicht. Also ist es ja kein Crash im Moment, noch nicht. Und das bedeutet in der Regel sehr zäher Handel. Sie haben große Verwerfungen in der Kursstellung. Deswegen, je näher wir uns runterarbeiten, würde ich Sie bitten, mal darauf zu achten, ob denn diese, sage ich mal, ja, Unsauberkeit des Kursaufbaus, ob Sie die auch erkennen. Immer auf dem Tageschart. Genau, danke. Hier ebenfalls sehr schön zu sehen. Intakter Aufwärtstrend. Die ganze Zeit. Ein Aufwärtstrend wird definiert durch die Abfolge von höheren Hochs und höheren Tiefs. Die ganze Zeit. Also man braucht ja nicht rummachen. Ich habe mir erst kürzlich sagen lassen, dass viele private Trader im Moment im DAX short sind. Wahrscheinlich, weil die auch denken, weit gelaufene Bewegung und der muss jetzt noch in die Tiefe fallen. Das Problem ist, wir haben aber immer noch einen intakten Aufwärtstrend. Und ein Trend kommt ja dadurch zustande, dass die Teilnehmer, die Marktteilnehmer gerne versuchen, wann Aktien zu kaufen, wenn die Aktien teuer sind oder wenn sie günstig sind. Was glauben Sie? Genau, wenn sie günstig sind. Und günstig werden sie, wenn die Kurse zurückkommen. Das heißt, professionelle Trader freuen sich über die Korrektur. Freuen sich, wenn ein Trend Gegenläufe hat, weil in diesem Moment werden die Aktien ja günstiger. Und meine sehr verehrten Damen und Herren, denken Sie mal darüber nach, es gibt ja auch Leute, die nicht nur spekulieren im Markt, sondern die wirklich Aktien kaufen, weil die einfach haben wollen. Wir als Spekulanten haben zwar unsere Sichtweise, wir dürfen aber nie vergessen, was die anderen machen können. Deswegen darf es nie verwundern, wenn ein Markt in die Korrektur geht, der urplötzlich wieder gekauft wird. Und das sind ja meistens die Momente, wo der Private oder der Trading-Anfänger nicht mehr versteht, was eigentlich passiert. Er sieht den schönsten Abwärtstrend, er geht short in den Markt und auf einen Schlag zieht die Sache hoch und schmeißt ihn raus. Wenn er keinen Stop hat, kann sein, es vernichtet ihn. Also wirklich, da bitte ich Sie, einfach mal drüber nachzudenken, wie die Marktteilnehmer funktionieren. Okay, so, wir sehen, die Korrektur ist am Laufen. Und es wird hier, wenn Sie das hier erkennen möchten, die beiden Tiefs, also die Strichlein an den Kerzen, die beiden Tiefs liegen wirklich auf einer Ebene. Das heißt, hier ist eine Stelle im Markt, wo ständig reingekauft wird. Irgendjemand kauft hier rein.
obwohl doch der Markt und der Konjunktur ist und fällt. Also wir halten fest, wir befinden uns im intakten Aufwärtstrend auf Groß, der ist in einer Korrektur und es gibt wohl die ersten Käufe. Gehen wir auf die Stunde. Und genau dieser Ablauf mache ich auch in meinem privaten Trading. Das heißt, ich muss mich orientieren, was machen die anderen. Dafür dient diese Analyse. Und ganz bestimmt nicht, um die Zukunft vorherzusagen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, darum geht es nicht beim Trading. Ja? So, und jetzt zum Entsetzen vieler. Wir haben Aufwärtstrend auf Groß gesehen auf Woche, Aufwärtstrend auf Tag gesehen auf Woche. Der ist in der Korrektur und natürlich ist die Korrektur ein Abwärtstrend. Jetzt haben Sie schon ein Problem, dass die Trends oder Trendgrößen gegeneinander stehen. Ich habe gerade das Mikro, aber Sie wissen, was ich meine. Also es stehen die Trendkräfte gegeneinander. Und das bedeutet, es gibt Leute, die laden ab, einfach verkaufen Aktien, Spekulanten springen vielleicht auf, verstärken diese Bewegungen. Und gleichzeitig läuft diese Bewegung in einen Bereich hinein, wo wieder größere Marktteilnehmer beginnen rein zu kaufen. Jetzt haben sie eben nicht mehr diese Übereinstimmung im Lauf eines Trendes, jetzt haben sie Gegenfeuer. Und zwar aus allen Richtungen. Das Problem hier, es ist ein Abwärtstrend. Wenn ich jetzt short gehen will, mache ich fachlich nichts falsch. Wenn ich Trader bin und sage, okay, diese Trendgröße ist meine, ich versuche die jetzt zu handeln. Ja, ich gehe mit dem Trend. Das Problem ist aber, schauen Sie mal, wie hier die Gegenläufe kommen die ganze Zeit. Das ist eine große Bewegung, jetzt kommt hier ein Korrekturaufbau dieses untergeordneten Abwärtstrendes, aber er darf hier nicht runter, das ist das Beispiel. Sondern er ist immer wieder reingekauft und die Tiefs beginnen sich nach oben zu ziehen. Gleichzeitig habe ich aber noch keinen Trendwechsel. Also um long zu gehen, ist so eine Geschichte. Gleichzeitig habe ich aber einen Abwärtstrend, der nicht mehr richtig will. Und jetzt kommt genau das, was, glaube ich, die Webinare bei Admiral Market so beliebt machen, dass ich eben als Trader sage, ja, da machen wir nichts. Wenn ich nichts entdecke, wenn ich nur ein Signal habe, wo ich sage, ah, hier sehe ich, da geht das, da kann ich mitmachen. Und ich schon kein gutes Gefühl habe, ich bin eine Korrektur, es ist zäh, es schwankt. Und das bedeutet ja, dass egal wie Sie Ihren Stop legen, oft genug, dass der erwischt wird. Und das sagen ja viele Leute, der Markt ist manipuliert. Ich habe punktgenau ausgestoppt. Moment, Moment, mal drüber nachdenken, wo du bist, Bewegung oder Korrektur. Ich biete auch dem nächsten Seminar an, noch Ende April, wo das einer der Hauptthemen ist, dass Sie als Trader immer wissen, wo Sie sind, Bewegung oder Korrektur. Okay, also Abwärtstrend intakt, hier kommt auch eine Bewegung runter. Und jetzt gehen wir mal auf den 5-Minuten-Chart. Und hier sehen Sie die ganze Schönheit dieses Gebildes, was den ganzen Tag schon liegt. Also es war Live-Trading hier auf der großen Bühne, also wirklich sehr, sehr wenig los. Das ist ein Bereich, wo man jetzt zwar auch Trends erkennen kann. Also nochmal, ne? Hier haben Sie Abfolge, höhere Hochs, höhere Tiefs, Aufwärtstrend. Gleichzeitig wissen wir aber von oben, wir sind in einer Korrektur, das ist sehr wichtig. Also wenn die Korrektur eh schon das Charakteristikum hat, ätzend zu sein, schwankend zu sein, dann muss ich als Trader umso vorsichtiger werden. Und ab einem gewissen Zeitpunkt merkt man, dass hier, dass es alles nicht richtig echt ist. Also zu traden ist die eine Sache, zu warten die andere. Okay, und wir hatten vorhin noch beim letzten Vortrag, habe ich gesagt, okay, ich will aber dennoch mich eher auf die Seite stellen, die mit dem Trend geht. Ja, und zwar der Aufwärtstrend der Kurse. Man kann jetzt immer fachlich sehr versiert, das kann man sagen, Moment, Moment, du kannst nicht von der Woche hergehen auf den Minutenchart dann hin und her springen, das weiß ich. Aber wir haben einen Long Trade gemacht, auf dem 1-Minuten-Chart, wo man mir den mal kurz zeigt. Ja, genau hier. So, und Sie sehen, hier hatten wir einen Aufwärtstrend und der lief sehr schön. So. Der Aufwärtstrend, den Sie hier sehen, ging in die Korrektur. Das heißt, es wurde günstiger. Und ich habe versucht, in diesem Bereich jetzt reinzukaufen. Wir haben lange eröffnet. So. Sie sehen, der Markt hat gebraucht und will nicht so richtig. Und plötzlich kippt er nach unten ab. Und ich habe dann zu Roman gesagt, er soll manuell den Trade schließen. Und das ist der Moment, wo für viele private Trading-Anfänger oder auch schon Fortgeschrittene ein Riesenproblem ins Spiel kommt. Die sagen sich, ja Moment, der Markt könnte ja auch wieder drehen. Und schauen Sie mal, er hat gedreht. Er ist komplett nach oben durchgelaufen. Das heißt, ich wäre hier richtig gelegen. Man hätte ja sagen können, Mensch Johann, du legst immer richtig, bist ja Profi. Der Punkt ist aber, ich sehe mich eher als Profi, weil ich in diesem Moment konsequent gesagt habe, ich muss gehen. Denn ich hatte einen Aufwärtstrend und plötzlich hatte ich einen Abwärtstrend. Zu diesem Zeitpunkt wusste ich nicht, was da hinten rankommt. Also muss ich in dem Moment als Trader die Konsequenz entwickeln, mich loszusagen von meinen Gewinnerwartungen, von der Leasingrate vom Jaguar, die ich dringend bezahlen muss. Ich muss jetzt meine Regel einhalten. Und die heißt, wenn ich long bin in einem Abwärtstrend, bin ich auf der falschen Seite.
also muss ich gehen. Natürlich, ein versierter Trader würde sagen, Mensch Jochen, was machst du denn in der Korrekturphase, die in die Seite läuft seit mehreren Stunden? Hier jetzt Trenderkennung, ist mir schon klar. Ja, das ist ein bisschen schwankend, unsauber. Aber ich möchte Ihnen als gutes Beispiel das zeigen, also es geht nicht nur Ihnen so, dass Sie hinterher da sitzen und sagen, ja Herrgott, ich habe doch die Richtung gehabt. Wieso bin ich da raus? Und dann tun Sie sich, sage ich mal, selber loben, weil Sie einen Gewinn bekommen haben. Aber im Endeffekt, das Problem besteht darin, in diesem Moment haben Sie eine ganz wichtige Regel verletzt. Das heißt, der Gewinn, den Sie da oben haben, der geht beim nächsten Trade weg, wo der Abwärtstrend einfach weiter marschiert. Sie sitzen aber da und messen Ihre Qualität über das Geld, was Sie verdienen. Professionelle Trader, wir messen Ihre Qualität an der Einhaltung Ihres Regelwerks. Und dass hier ein Verlust entsteht, ja mein Gott, auf dem 1-Minuten-Chart, wenn Sie schneller unterwegs sind, haben Sie Verlust, Gewinn, das ist was relativ Normales. Also Sie merken, ich möchte mich nicht rausreden, ja, dass ich jetzt hier zu früh gegangen bin, das war wirklich der Punkt, wo man gehen muss. An der Stelle sei bemerkt, Admiral Markets hat die Konditionen für den DAX um einiges verbessert. Sie zahlen jetzt 0,8 Punkte Spread, das kann sich wirklich sehen lassen. Und was mir sehr gefällt, auch für kleinere Kunden oder für Leute, die vorsichtiger arbeiten möchten, gibt es jetzt die sogenannten Mini-Lots. Das heißt, Sie haben eine Wertigkeit von 10 Cent, dem Punkt, und Sie können das nach oben ausbauen, wie Sie möchten. Aber die Mindestgrenze sind 10 Cent der Punkt und nicht mehr 1 Euro wie früher. Somit können Sie viel flexibler und vorsichtiger und kluger arbeiten, als es vorher möglich war. Okay, das also zum DAX. Und Sie sehen, der Markt ist mir komplett davon gelaufen. Es ist im Moment einfach so. Und natürlich kann ich jetzt hergehen und aus Frust sagen, jetzt gehe ich aber long in den Markt. Ich war ja eh schon richtig gelegen. Das ist ja der nächste Fehler, den Sie dann machen. Und das mache ich nicht. Stattdessen wechseln wir jetzt zum MDAX rüber. Wir haben heute Schwerpunkt nur die DAXen. Ja. Wir gucken uns den MDAX an, ein ganz anderer Markt, ähnlicher Name, der aber eine ganz andere Verlaufsform hat. Und hier sind wir auch auf dem Tageschart und Sie erkennen hier schon, dass der Markt relativ viele Lückensprünge hat. Das ist also nicht so liquide wie der DAX, ist also kein Markt, den Sie jetzt auf dem 5-Minuten-Chart, sage ich mal, angehen, weil die Kursstellung in diesem Moment, sage ich, Ihnen Riesenprobleme bereitet. Auf die kleineren Zeiteinheiten geht es ja darum, dass Sie einen Stop benutzen, noch konsequenter als in allen anderen. Und da brauchen Sie eine gewisse Liquidität, die dieser Markt für schnelle Trading nicht gibt, aber fürs längerfristige Trading sehr wohl. Und Sie erkennen hier ebenfalls einen sehr schönen Trendlauf. Und hier ist ein Unterschied. Das große Hoch wurde hier schon genommen. Also wo der DAX im Moment noch rumkämpft, ob er rüberkommt oder nicht, und nicht so richtig weiß, ob, hier ist das wunderbare Geschehen. Der Markt ist runtergegangen, hat sogar eine leichte Korrektur gemacht, zurück an dieses Ausbruchslevel. Das kann man oft erkennen, dass also viele Leute erstmal warten, ob der Markt wirklich weitergeht. Und erst wenn dann die Korrektur kommt, dann haben wir es wieder günstiger, jetzt kauft man ein. Und das ist in der Regel der Schub, der dann rüberführt, wo der Markt gerade steht. Wir sind also in der Bewegung dieses weit gelaufenen Aufwärtstrendes. Also die ganzen Aktienindizes sind sehr weit gelaufen. Ich würde Vorsicht walten lassen, jetzt großartig lange einzusteigen und 6 Jahre steigende Märkte zu erwarten. Es kann also schon passieren, dass ab und zu mal eine größere Korrektur kommt. Aber wie schon gesagt, ein Daytrader forscht nicht in die Zukunft, der handelt nach seinem Regelwerk. Und deswegen gehen wir runter auf die Stunde und da bleiben wir auch. Und hier sieht man, ganz anders als im DAX, meine sehr verehrten Damen und Herren, hier ist ein Aufwärtstrend voll intakt und der geht in eine Richtung. Sie haben nicht diese Diskrepanz aus kräftigen Abwärtstrends, die nach unten drücken und wieder nach oben gedrückt werden. Hier ist es relativ deutlich. Und wir hatten vorher noch angesprochen, dass das definitiv okay ist, wenn man versucht, in diesem Bereich nochmal zum Hoch oder rüber zu gehen. Sie sehen, der Markt macht hier auch fiese Latentigkeiten. Allerdings, was an diesem Markt das Angenehme wäre, wenn man ihn dann handelt, ist, dass Sie auf den 5-Minuten-Chart nicht zugucken, sondern jede Stunde einfach mal reinschauen. Und auch andere Stop-Abstände wählen müssen, notgedrungen. Das ist eher eine Art für längerfristige Engagements. Deswegen, was sich hier aufbaut, ist die Korrektur. Solange allerdings dieser Tiefbereich hier unten nicht durchbrochen wird, bleibt der Aufwärtstrend intakt. Man könnte sich sogar freuen, wenn der Markt noch ein bisschen tiefer kommt und sogar einen kleineren Abwärtstrend ausbildet. Die sind meistens nicht so aussagekräftig wie die großen. Und ja, kann man ganz entspannt jede Stunde oder jeden Tag mal reingucken und schauen, was seine Werte machen. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen, hat Ihnen ein bisschen Einblick gebracht. Schauen Sie vorbei bei meiner Marke, sehen Dienstag 15 bis 16 Uhr. Wir gehen alle Märkte durch und ich trade, ob ich Verluste habe oder gewinne was. Völlig egal, wir reden über das Trading so, wie es heute ist. In diesem Sinn herzlichen Dank und viel Spaß noch auf der Messe. Dankeschön.